This is Trucker Tom from Denver, Colorado. Our trucking team is mile high above the others. Ja, moin Leute, herzlich willkommen hier bei Trucker Tom, eine neue Folge von Trucker Tom Uncut. Ich habe heute eine besondere Tour vor für euch, bin ausnahmsweise mal wieder in Amerika, was ist ausnahmsweise, Trucker Tom ist ja eigentlich immer in Amerika, bin auch nur zwischendurch mal in der Uncut-Version ja auch mal in Europa gefahren, aber jetzt sind wir wieder in Amerika und zwar in Montana. Ja, die Leute, die so ein bisschen meine Story von Trucker Tom verfolgen, die werden sich wundern, Montana, der ist doch sonst immer in Denver, Colorado unterwegs, ja, aber die Videos sind vorprogrammiert oder vorproduziert, so muss ich besser sagen, ihr müsst noch bis April warten, aber dann wisst ihr auch, warum ich momentan auch ab und zu in Montana bin. Und für dieses Uncut-Video habe ich mir jetzt was ausgesucht, nämlich die Hidden Roads in Montana, zumindest zwei. Eine bin ich schon gefahren, die werden wir sehen, und andere soll die Dangerous Road sein, die schwierigste Straße wohl in Montana. Ich hoffe, ich finde die gleich und ich nehme euch jetzt mit. Wir haben eine Tour von Thompson Falls, da holen wir oder haben wir Baumstämme gerade aufgeladen und wir fahren dann nach Lewiston, Idaho, das sind so roundabout 290 Meilen, aber das ist egal, ich switche jetzt mal um, dann könnt ihr das Ganze auch sehen. Also Thompson Falls, da sind wir jetzt gerade hier oben, und zwar bei der Firma Rustic haben wir aufgeladen. Hier ist eine der Hidden Roads, die ich meine, die werden wir gleich fahren. Ich werde also einmal hier rumfahren und dann einmal hier rumfahren, wenn es dann irgendwie geht. Gucken wir gleich mal. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann geht es nachher weiter. Okay. Ja, also das ist die Tour, die wir fahren wollen. Ist eine... Please proceed to the highlighted route. Mache ich doch. Das ist unsere Fracht, die wir gerade aufgeladen haben. Hier so ein paar kleinere Baumstämme. Wir sind hier oben relativ weit hoch quasi. Und ja, jetzt geht's los. Bei der Firma Rustic bin ich ab und an mal jetzt und haben uns was aufgeladen, wie gesagt. Und wir bringen jetzt diese Baumstämme sicher zum Ziel, wollen wir das mal hoffen. Weil die Straße, die habe ich tatsächlich noch nicht gefahren, werde ich euch nachher mal zeigen. Ich hoffe, wie gesagt, ich finde sie. Ich habe mir da jetzt ein, zwei Videos mal angesehen. Und das fand ich also faszinierend. Und ich hoffe, dass ich das auch hinkriege. Aber jetzt fahren wir erstmal den Berg runter. Und dann mache ich jetzt zwischendurch mal mein Mikro auch aus und spule mal so ein bisschen schneller vor und so weiter und sehe da gerade am Rand, okay. Ja, da hat es ein Kollege wohl zerbröselt mit dem Auflieger, wie man da vielleicht so sieht. Naja, von hier kann man es besser sehen, ne? Da liegt ein Auflieger, ein Rungenauflieger, den hat es da zerbröselt. Okay, also ich spule ein bisschen weiter vor und dann hören wir und sehen wir uns gleich. Eben kurze Anmerkung aber noch, eben aber tatsächlich Uncut, also ihr seht mich auch die ganze Zeit hier unten rumfahren. Ich habe hier mal um mich herum so ein Greenscreen, so eine Fahrerkabine von meinem neuen Truck. Den kennen wir als T680 im Übrigen und ja, dazu später mehr. So, ich habe mal eben gerade das Kamerabild hier nochmal ein bisschen verändert. Ah, seht ihr da meine Kabine unten ein bisschen besser. Meine Fahrerkabine sozusagen und zum anderen einfach auch das Spielbild ein bisschen besser. So, jetzt haben wir hier das erste Mal, dass wir hier eine Hidden Road haben, also die hier rechts sozusagen. Die bin ich schon mal gefahren, ist schon ewig her, aber ich fahre da mal wieder rechts rein. Ja, ihr seht aber auch, wo sie dann ist. Und wir gucken mal.
So, hier rechts rein fahren wir mal, ne? Ich habe heute mal wieder meine Cap vom Toffys Kanal auf und nicht die Glenn Toffy Cap. Klaus, du mögest mir es verzeihen, aber die kommt natürlich auch immer wieder zum Zuge, ist ja klar. Habe ich geschenkt bekommen sozusagen von Klaus. Also eine Cap für mich mit Glenn Toffy Reklame für eine Whisky-Marke, die es nicht gibt. So, wir sind jetzt hier auf einem anderen Gelände von Johnson & Smith. Damit haben wir hier so ein bisschen diese kleine Hidden Road mal genutzt und wir werden jetzt mal hier zur Tanke fahren. Route zurücksetzen, genau, und hier zur Tanke fahren und das hat dann gleich einen Grund. A, tanke ich da natürlich nochmal und B, soll da die andere, soll da die andere Hidden Road abgehen. Okay, ist noch im Bau, da kann nicht viel passieren und rechts auch nichts. Okay, oder da hinten rechts. Nee, passiert nichts. Okay. Ja, das ist mein Truck T680, auch ein Kenworth, den ich mir hier für Montana geholt habe. Und wie gesagt, wenn ihr meiner Story folgt im April, da werdet ihr sehen, was das auf sich hat. Ich habe also einen Montana Deal abschließen können. Lasst euch überraschen. Ich will da nicht zu viel verraten. Hat jetzt auch hier nichts zu suchen. Turn right. So, jetzt sind wir gleich bei der Tanke irgendwo, links. Hier steht wieder ein Speeder. If possible, please turn around. Ich fahre da hinten rein. Steht Exit only, deswegen fahre ich lieber da hinten rein. Navigation resumed. So, mal gucken, dass wir hier vernünftig tanken können. $4,69, das geht ja sogar. Kann man doch nicht mehr meckern, ne? So, und wenn jetzt alles richtig klappt, ich zeige euch jetzt leider mal auf der Karte, wo wir sind. Hier an dieser kleinen, da sieht man schon die kleinen Strichelchen. Aber ihr seht, ich bin da noch nicht hergefahren, sonst würden diese Strichelchen schon aussehen wie hier. Also es ist tatsächlich für mich neu und man soll dann irgendwo hier auf der Interstate 90 rauskommen, also eine ganze Menge abkürzen. Ich fürchte nur, es wird keine große Abkürzung sein. Zumindest zeitlich nicht, weil es wird eine spannende Geschichte. Also ich hoffe, dass ich überhaupt halbwegs über diese Straße komme. Drückt mal die Daumen, denn das ist... also das, was ich in den Videos der anderen Kollegen gesehen habe, ist grandios. Da kann ich auch nicht viele Spürkskes machen mit Kameraeinstellungen und so weiter. Da muss ich hoffen, dass ich da vernünftig durchkomme. Und hier hinter der Tankstelle quasi rechts, über die Brücke soll es gehen. Da steht auch extra auf der rechten Seite, man sieht das Schildchen hier noch. Ja, da das Schild. No trucks allowed. Machen wir direkt ein Beweisfoto davon. Ich werde natürlich auch ein paar Fotos machen auf der Tour hier, ne? Insbesondere da,
von solchen Sachen hier wie No Trucks, ne? Also, damit man auch direkt weiß, was und wie. Achso, ja, das ist übrigens hier, wie gesagt, der T680, der Kenworth. Trucker Tom Incorporation Montana Division steht hier drauf. Skin made by Toffee, natürlich. Ne, ist ja von mir gemacht. Ja, aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Im April könnt ihr dann sehen, was es mit dem Montana Deal so auf sich hat. So, wir gucken nochmal an, wie der Truck aussieht, wenn er heile ist. Und dann lass uns mal gespannt sein, wie das so wird, wo wir da rauskommen. Ich bin echt aufgeregt. Okay, ab geht's. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das dauern wird, die Tour. Kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen schneller laufen lasse oder so. Oder dass ich manchmal dann so konzentriert sein muss, dass ich gucken muss, wie ich da drüber komme, über die einzelnen Passagen. Wir schauen mal. Aber vor uns, ihr seht da oben die gestrichelte Linie oben in der Mitte, vor uns ebnet sich jetzt der Weg. So, Rough Road, das kann man wohl erwarten. Und ich bin gespannt. Ich bin so wieder. Warte mal, da ist rechts, da unten sehe ich gerade, da ist rechts noch eine. Kurz mal anhalten hier. Da ist jetzt hier rechts auch gerade nochmal eine Hidden Road aufgetaucht. Wo kommt die denn her weg? Ist hier. Oder habe ich das falsch gesehen gerade? Falsch gesehen auf der Karte? Ah, vorne rechts. Genau, da vorne rechts war auch noch eine. Guck mal. Die wird wahrscheinlich jetzt zum UPS führen oder sowas, aber da gucken wir noch mal eben kurz. Das dürfte hinter oder vor der Brücke sein. Mal schauen. Wo sind wir? Da sind wir. So, zack. Ja, das dürfte dann diese hier sein. Die wahrscheinlich so eine Abkürzung zum UPS hier ist. Wahrscheinlich. Okay, also die ist auch hinten in Anführungszeichen. So, okay. Ab geht's. Hatte ich gerade im Augenwinkel gesehen, deswegen dachte ich, da muss ich noch mal eben kurz gucken. Navigation resumed. Ja, mein Navi wird jetzt natürlich ein bisschen überlegen, wo will er denn hin? Navigation resumed. Navigation resumed. Ja. Navigation resumed. Ja. So, das Navi werde ich dann mal ausmachen müssen. Ist das schon der Weg da? Nein, das ist doch vorher links rum, ne, oder? Navigation resumed. Ja, das Navi mache ich mal kurz aus. Weil sonst würden wir jetzt 147.000 Mal Navigation Resumed hören und das muss ja nicht sein. So, daneben ist die andere Straße, genau. Das hatte ich gerade schon befürchtet, die würde da drauf führen, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja, diese Kamera werde ich wahrscheinlich heute noch ein bisschen öfter mal benutzen. Hier geht schon mal ordentlich nach oben, das kann man schon mal sagen.
schon mal erstmal einen Blick von oben werfen hier. Also hier, da sind wir schon mal ein paar Serpentinen gefahren, so wie es aussieht, ne? Und so wie es jetzt aussieht, kommen auch noch 2, 3, 4. Okay. Ja gut, gucken wir nochmal, ob wir das hinkriegen. Ich mache das ja ganz gerne, so mit verschiedenen Kameraperspektiven dann auch zu fahren, weil das einfach ein bisschen auch interessanter ist, also zumindest beim Zuschauen, denke ich mal. Mache ich ja für Trucker Tom auch öfter. Man sieht natürlich jetzt nicht die Steigung, aber ich merke es hier beim Fahren, dass das nicht ganz so easy peasy ist hier. Also gerade mal 18 Meilen. Vor allem muss ich jetzt auch mal ein bisschen andersrum denken quasi, ne, je nachdem wie wir gerade fahren. So, bis zum Haus hoffe ich, dass ich es schaffe. Und dann blenden wir wieder oben auf die Kamera 1. Wenn ich schon mal am Anfang der Tour hier alles versauen hier, ne? So, letzter Rastplatz oder was? Bin, wie gesagt, sehr gespannt. Noch ist das ja alles easy peasy. Wie Atze immer so schön sagt. Schönen Gruß an der Stelle. Schönen Gruß an Atze. Atze Gaming. Gerne mal reinschauen. Atze hat sehr viele sehr, sehr gute Tutorial-Videos, finde ich. Die sind absolut genial. Habe ich mir sehr viel schon von abgeschaut. Aber auch natürlich auch seine Stories vom ATS und ETS kann man also auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt gucken wir einmal hier nochmal noch ein Foto. Ich liebe Fotos. Und ich mal gucken, was da so, dass da so bei rumkommt. Jetzt, ich glaube, mit diesem Überhang, das sah ziemlich geil aus, finde ich. Ja, das sieht schon mal ziemlich cool aus, finde ich. Vielleicht besser von der Seite noch hier. Finde ich ganz cool eigentlich. Das ist übrigens von der Lackierung her, habe ich hier hinten auf meinem Truck hinten drauf eine Gebirgslandschaft aus Montana. Für dieses Logo hier der Montana Division. Und hier habe ich gerade ein Schild gesehen. Mal gucken, was da steht. Road closed. Da juckt es einen ja schon direkt, das auszuprobieren, oder? Also nee, das mache ich aber nicht so, sondern mache ich mit der Flycam. Wir fahren natürlich geradeaus, aber das möchte ich trotzdem gerne noch mal einmal gucken. Ja, die könnte auch spannend werden, die Straße, aber die ist tatsächlich hier zu Ende, Gott sei Dank. Okay, sonst wäre ich dann noch wieder auf dumme Ideen gekommen. So, ab geht's. Also ganz ohne wird die Straße ja auch nicht, das könnt ihr hier schon mal sehen. Sollte man möglichst auch nicht irgendwie zu weit rechts fahren, Thomas. Genau. Ja. Sieht es hintenrum aus? Alles gut. Ja, ich schon mal die erste Challenge hier, das kann man schon mal sagen. Achtet mal auf den Spiegel oben in der Mitte. Ja. Okay.
So, allzu viel sollte man jetzt hier nicht falsch machen, glaube ich. So, okay. Das war schon mal. War schon mal challenging, auf jeden Fall. Okay, was kommt da vorne? Ei, 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 ei. Okay. Da muss ich aber mal ziemlich genau in der Mitte fahren. Oh, mal eben kurz anhalten hier. Direkt mal ein Foto von machen. Ich habe auch noch andere Möglichkeiten, Screenshots zu machen, deswegen mache ich das auch gerade anders. So. Easy going, baby. Easy going. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Wo der Truck herfährt, fährt der Trailer auch her. So der Plan. Okay. Ja. Okay, da sind wir drüber, ne? Okay, das haben wir schon mal geschafft wieder. Gut. Gucken, was uns noch so alles auf der Tour hier erwartet. Indianerüberfall. Irgendwie Schwarzbären, Braunbären, Grizzlies, keine Ahnung was. Wahrscheinlich nicht, nein. Dass ich das gerade richtig gesehen habe, dann ist hier ein alter Stollen oder sowas, ne? Ja, ja, ein verschütteter Stollen. Ah, oben kommt die Sonne schön durch, das ist doch schön. So, okay, weiter geht's im Text.
Ja. Noch mal eine Brücke. Okay. Like a bridge over troubled water. Eieiei. Spurbreite H0 oder was hier? Also hältst du echt die Luft an hier. Ohne Scheiß. Bleib drauf da hinten, bitte. Was ist denn daneben für mir, daneben für eine Straße? Ach, da fahre ich wahrscheinlich gleich her, was? Okay, das wird wahrscheinlich unsere Straße sein, okay. So, 30.000 Pfund Baumstämme durch die Gegend fahren. Will man vielleicht auch nicht unbedingt verlieren, ne? Die Fuhre hier. Also wir sind sprichwörtlich noch nicht mal am Berg, wenn man sich das da hinten anguckt, ne? Okay. Funny, ey. Ich habe mal gerade die Differentialsperre eingestellt. Schön, dass so Hütchen stehen. Ich denke mal, dass wir jetzt hier
gleich am Ende sind. Ja, genau. So, ihr Lieben, das ist jetzt quasi das Ende der Dangerous und Hidden Road. Wir sind jetzt hier mehr oder weniger gleich auf der Interstate 90. So, hier seht ihr es nochmal, wo man auch auf der anderen Seite dann reinkommen könnte. Das ist jetzt also die Tour, die wir gefahren haben, hier an der kleinen Tankstelle. Über die Berge jetzt hier raus und kommen dann hier unten wieder raus. Das Ganze ist hier bei Thompson Falls, da liegt das Ganze. Also insofern, ich habe jetzt noch ungefähr 200 Meilen vor mir bis nach Lewiston, aber das ist jetzt hier nicht Thema dieses Videos sozusagen. Das war's von der Hidden Road in Montana, von der Dangerous Road in Montana. Wenn es euch Spaß gemacht hat, guckt gerne öfter rein bei Trucker Tom Uncut oder auch gerne natürlich bei Trucker Tom meiner Story oder auch bei meinen sonstigen Videos, wie auch immer ihr möchtet. Und ich sag mal bis dahin, tschüss und ciao, euer Trucker Tom.